Wie viel Zeit verbringst du in deinem Leben mit Nichtigkeiten und Menschen, die dir nichts bedeuten und denen du nichts bedeutest? Mit Menschen, die dich herunterziehen und mit denen du nur Oberflächlichkeiten austauschst? Es ist reine Zeitverschwendung und macht dich nicht glücklich und bringt dich nicht voran. Es blockiert dich und raubt dir die Kraft. Denn ihr begegnet euch nicht wirklich und seid gegenseitige Energieräuber und spielt euch etwas vor, indem ihr euch hinter Masken versteckt. Wie viel Energie verschwendest du darauf, anderen zu gefallen oder nach deren Mund zu reden? Baust deine Fassade um dich herum auf, damit du geliebt wirst und Anerkennung spürst, aber innerlich bist du einsam und leer. Weil du dich nicht zeigst und auch die anderen ihr wahres Gesicht vor dir verstecken. Du verbringst so viel Zeit im Leben anderer und nimmst dir kaum Zeit für dich selbst. Du hörst anderen verständnisvoll zu, aber dich selbst lässt du kaum zu Wort kommen. Wie gut kennst du dich selber? Wie sehr liebst du dich und schenkst dir Anerkennung? Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben, denn du wirst das ganze Leben mit dir zusammen sein. Darum bist auch du dein bester Ratgeber, weil nur du dich am besten kennen kannst. Dazu musst du dich aber mit dir beschäftigen und dich selbst an dich heranlassen. Sei ein Unikat und gehe deinen eigenen Weg. Passe dich nicht an den Willen anderer an, denn es ist allein dein Leben, also lebe es. Geh den Weg deiner Träume, denn die Träume weisen dir den Weg. Lass dich von deinem Herz leiten und inspiriere dich selbst. Du bist einzigartig und gut, wie du bist. Liebe dich selbst und lache mit dir und über dich. Sei dein bester Freund und habe Gnade mit dir. Bleibe weich im Herzen und werde nicht hart. Werde sensibel für deine Wünsche und offen für das, was für dich dran ist. Werde selbstbewusst. Werde dir über dich selbst bewusst. Werfe alte Glaubenssätze über Bord und entscheide selbst, was du glauben willst. Sei jemand, der den Hunger nach dem wahren Leben nicht verliert, der seine Ziele vor Augen nicht vergisst, sondern konsequent darauf hinarbeitet. Ein Mensch, der scheinbare Niederlagen dazu nutzt, um daran zu wachsen. Sei ein Mensch, der die kleinen Dinge im Leben schätzt und ein dankbares Herz hat. Der in allem das Gute sieht und im Vertrauen daran bleibt, dass ihm alles zum Besten dient und den Sinn hat, dich wachsen zu lassen. Umgebe dich mit Menschen, die dir gut tun, dich aufbauen und dich inspirieren und dann tue selber Gutes, bau sie auf und inspiriere. Denn das ist der Kreislauf des Lebens. Alles ist mit allem verbunden. Trete heraus aus der Opferhaltung, hinein in die Eigenverantwortung. Werde mündig und tritt für deine Überzeugungen ein. Niemand muss an dich glauben. Es reicht, wenn du das tust. Du bist der wichtigste Mensch in deinem Leben. Also achte auf dich und tu dir Gutes. Wachse und gedeihe. Grow from the inside. Höre auf, über deine Träume zu sprechen und sie nur zu träumen. Beginne jetzt mit dem ersten Schritt hin zur Verwirklichung. Entscheide dich, deinen Traum in die Wirklichkeit zu holen und mache den ersten Schritt. Denke mit dem Herzen und mache den ersten Schritt. Du kannst nicht die Welt verändern, aber du kannst dich verändern und dadurch die Welt um dich herum. Ich unterstütze dich als dein Coach auf dem Weg hin zum Leben deiner Träume. Glaube an deine Träume. Ich tue es.